grundsätzlich tendiere ich eigentlich dazu zu sagen, Kunst darf primär mal alles. Es gibt ein Team von Kuratorinnen und Kuratoren am Kunsthaus, die mit mir zusammen das Ausstellungsprogramm vorbereiten. Wir bereiten das Programm im Voraus, ungefähr zwei bis drei Jahre im Voraus vor. Das Kunstwerk altert, auch die Gesellschaft verändert sich und insofern verschieben sich diese Grenzen auch wieder. Was vor 300 Jahren ein Stein des Anstoßes war, ja vielleicht ein Skandal, den die Kunst ausgelöst hat, hängt heute friedlich an einer Museumswand und stört niemanden mehr. Modeausstellungen sind ja gerade in Mode, man kann es nicht anders sagen. Es gibt relativ viele Ausstellungen über Modeschöpfer, international, in London, in Paris und in New York. Was uns aber interessiert hat, war eine Ausstellung zu machen, in der man sieht, wie sich in der Kunst die Veränderungen der Mode reflektieren. Das heißt, wir gehen der Frage nach, wo ist die extreme Mode in der Kunst zu finden? Und wie haben die Menschen auf extreme Entwicklungen in der Mode reagiert, wenn sie sich haben malen lassen? Wie haben die Künstler darauf reagiert? Was sind eigentlich die Wechselbeziehungen zwischen dieser ephemeren Kunst der Mode und dieser vielleicht auf eine gewisse Art genauso zeitbezogenen modischen Kunst in der Kunst? Viel Vergnügen! Die Ausstellung ist auch ein kritischer Blick auf den Umgang mit Mode. Immer dann, wenn Mode besonders wichtig gewesen ist in der Kunst, hat sie extreme Blüten getrieben. Sie verschwand aber dann auch relativ schnell wieder. Und wir gehen wie an einem roten Faden dieser Entwicklung nach, von 1500 bis zur Gegenwart. Also ich würde mal sagen, das Renommee des Kunsthauses ist nur mittelbar abhängig vom Direktor. Das Haus hat einen sehr guten Ruf, immer schon gehabt. Und wenn ich etwas dazu beitragen kann, dass der Ruf bestehen bleibt oder sich sogar noch verbessert, dann ist das genau das Richtige.